Recht herzlich willkommen zur 63. Folge von Towns, die zweite Staffel. Da ist unser Händler. Ja, und wir sind gerade mit dem durch. Ich lasse mal weiterlaufen. Oder? Bin ich durch? Ja, eigentlich sind wir durch. Ich weiß nicht, warum der noch da ist, aber vielleicht wird er gleich fahren. Ich habe, wie gesagt, weiterlaufen lassen. Es hat uns hier 30 Taunis gekostet. Nur um die Knochen zu holen, ne? War schlimm genug. Aber jetzt sind wir ja soweit. Das geht, oder? Gut. Ja, vielleicht hat er kein Zuhause und deswegen bleibt er noch hier. Kann ja auch sein. Ja. Wir haben verdammt viele verloren. Wir haben aber dafür schon einen zweiten Ofen hier gekriegt. Hier liegen Sachen rum. Wir können jetzt auch mal gerade auf die Liste gehen und gucken, ob alle was haben mittlerweile. Ja. Ja, passen die auf einer Seite oder was? Ja. Ne, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir sind aber 14. Hab ich was verpasst? Ach, wir sind wahrscheinlich hier. Doch, sind. Ach so, 2 sind da zugeteilt. Alles klar, deswegen 14. 12 plus 2 sind 14. Und unsere 3 Soldaten sind voll ausgestattet. Alles gut. Ich weiß nicht, ob es da noch was Besseres gibt. Ja, bestimmt, weil er hat hier nur so ein Holzschwert. Oh, hoffen, dass der das dann auch wechselt, ne? Gut. Ja. Gucken wir mal, was unsere Zimmer oben machen. Da können wir schon wieder eine weitere Etage bauen. Hier ist noch eine Reihe, die machen wir mal gerade zu, denke ich. Nochmal. Ja, was wird denn jetzt hier? So, jetzt haben wir's. Da können die arbeiten. Hier haben wir noch 2 Stellen offen. Hier können wir auch noch zumachen. Natürlich Shift-Taste nicht gedrückt, ist klar. Ach guck mal, eine Reihe ist sogar noch ausgewählt und da ist auch noch einer ausgewählt. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal so. Und wieder die Shift-Taste nicht gedrückt. Und können dann ja auch dieses noch machen. So, das sollte dann funktionieren eigentlich. So. Waffen haben wir erstmal genug. Der ist total müde und läuft da mit so einer schönen roten Spider-Red-Perle durch die Gegend und bringt die hier zum IT-Smithy. Und dann sollte er vielleicht erst schlafen gehen, bevor er weiterarbeitet. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Und sie ist auch müde. Wie sieht es denn überhaupt mit Happiness aus? 5 haben wir mal gerade und 34 brauchen wir auch nicht so gut, ne? Liegen auch viel zu viele, aber was kann sein, wenn so viele sind, dass hier keine Plätze mehr frei sind. Das sollten wir mal schnell ändern. Dann klappt es auch mit den Townies, ne? So, da einer hin, da einer hin. Die müssen mal begraben werden, ne? Ah, einer mal daneben geballert. Unten müssen noch Kerzen hin. Gut. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aber wir haben ja 30. Da müssen wir wahrscheinlich auch 30 Kisten hinstellen, ne? Ja, machen wir das mal, oder? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 31, machen wir gleich ein paar Reserve, ne? So passt's. Gut. Gucken wir mal hoch, was machen sie? Kriegt schon einer hier oben Steine? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, rote Perlen werden geholt, das ist wichtiger. Ja, das muss alles passieren mit der Zeit. Ich weiß nicht, wo sie liegen. Vielleicht sind es irgendwo auch Geister geworden. Kann auch sein. Was machen wir hiermit? Ah, da haben wir schon Kämmerlein gemacht. Dann wollen wir da mal die Mauer hochziehen. Sagen, den machen wir mal ein Fensterrad hin, oder? Erstmal. Oder nicht? Weiß nicht. Wird schon werden. Steine sind auf jeden Fall da und da unten wird der erste beerdigt und ich denke mal, wenn die dann alle beerdigt sind, dann wird unsere Happiness auch steigen, ne? Ist so. Gut. Noch einen Schritt zurück, dann dahin, dorthin und dann würde ich sagen, ach, hier fehlen ja auch noch Wände. Hier so ganz lang, ne? Ach, Quack, oder? Das war jetzt nicht so richtig gut. Das wieder weg. Die muss da in der Mitte hin, ne? So. Und dann müssen wir hier die Türen machen. Ja, und schon wieder die Shift-Taste nicht erwischt, ne? So. Ah. Einen daneben gesetzt. Will er nicht, oder was? Gut. Zwei. Oh. Heute fummel ich mit der Maus. So. Und da nochmal. Und dann haben wir es erst. Hier ist nichts passiert. Da auch nicht. Fühlt sich keiner für zuständig, ne? Aber okay, die werden jetzt ja auch dann hoffentlich in den Keller gehen und beerdigen. Ja, ein paar sind schon hingekommen. Ich glaube, so vier schaffen sie, wenn nicht sogar fünf. Laufen sie. Die haben einen Stein in der Hand gehabt, das heißt, das ist, glaube ich, ja, weiß nicht, ne. Wo laufen sie hin? Achso, die haben dann wahrscheinlich Hunger. Oh, ich sehe gerade, hier sind noch wieder zwei gestorben. Wir hoffen, dass wir das alle im Griff behalten, ne? Also die nicht sterben, das sind unsere drei Soldaten, ne? Weil die sind ja glücklich, ne? Kriegen die Essen und Trinken, Dach über den Kopf und brauchen nur ein bisschen durch die Gegend laufen. Ja, Essen ist reichlich da, liegt da auf der Erde. Gucken wir mal gerade rein. Da müssen wir hin. Sieben Brote. 5 Birnen, 1 Apfel. Okay, da könnte man noch nachlegen. Sollte man das jetzt tun? Ich denke schon, oder? Da unten ist auch noch Obst, guck mal. Ja, und wer dann Zeit hat, ne, der gibt mal ein paar Äpfel pflücken und Birnen.
können auch Helden machen, habe ich kein Problem mit, aber ich glaube, die sind weniger, die das machen. Wer steht das rum? Ah, okay. Ist wohl nicht so glücklich. Da ist auch einer drin gestorben, ne? So, dann gucken wir mal nochmal in unserer Grabkammer. Ja, da ist einer mehr und hier ist einer mehr. Also das wird definitiv gemacht. Ist auch gut so, ne? Schon mehr wie 5? Ne, ist 4. Da gerade noch einer. Ja, ist jetzt gerade eine schwere Phase wahrscheinlich, ne? Sind es noch. Aber er macht hier einfach gar nichts, ne? Parrot Smell. Der riecht ein Papagei oder was? Ja, er hat hier Drogen genommen oder was? Aber jetzt? Ah, holt er sich was zu essen und isst erstmal eine Runde, ist ja auch okay. Vielleicht ist er dann wieder gleich motivierter und macht auch mehr. Besser wär's. Gut, da läuft wieder einer und der holt sich bestimmt auch was zu essen, oder? Nicht wirklich. Ja. Da ist noch nichts passiert, die zwei auch nicht, da auch nicht. Okay, sind gerade alle nicht so zufrieden wahrscheinlich. Oder sind hauptsächlich hier beschäftigt, wie man gerade sieht. Ist wieder einer in den Keller gegangen und hat jemanden beerdigt oder beerdigt jemanden. Hier ist ziemlich viel los. Zwei Happiness liegt ganz unten, aber okay, wenn man gerade so einen Sarg vor sich herträgt, ist es wahrscheinlich auch nicht so nett, ne? Ja, Steine ist jetzt auch wieder ein Problem. Jetzt mal reingucken. Aber hier liegen noch welche. Und... ja, aber vielleicht ist das dann doch auf Dauer ein Problem, oder? Hier ist das Wasser, da geht das nicht. Da auch nicht. Das ist hier hinten unsere Ecke. Da könnten wir aber mal gerade einen Ausbau stattfinden lassen. Ich denke mal bis dahin auf jeden Fall, ne? Weil wir brauchen auch Steine. Und wenn wir dann dabei sind, würde ich sagen, kann das hier auch alles weg. Und das machen wir dann auch weg. Dann haben wir reichlich Platzangebot. Happiness wird ja schon besser. 3 sind es jetzt. So. Ja, da ist ein Held in der Arena, der sich erholt. Hier ist keiner am Arbeiten. Da auch nicht und die auch nicht. Okay. Ja, müssen wir abwarten. Da wird gerade auch wieder einer hingetragen. Ich hoffe, die sterben dann nicht daran, dass sie die runtertragen und sich dann selbst ins Grab schaufeln müssen. Guck mal, da liegt auch einer. Hat nicht geklappt. Keine Ahnung warum. So, wird gerade wieder auch kommen, da sind mehrere unterwegs. Jetzt läuft er auch schneller. Okay. Vielleicht sollten wir gerade einen hinstellen. So, dann könnte der mit dem roten Kreuz da dran, ne? Vielleicht auch runtergebracht werden. Keine Ahnung, warum der jetzt da steht. Ist halt so, ne?
Hier sollten wir vielleicht auch noch was abbauen. Höher ist nichts, ne? Also ist schon höher, was aber nicht da an dem Berg, diesem Stein vorkommen. Jo, gut. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.